Sascha Zeiter, du bist im doppelten Einsatz beim EHC Visp. Du spielst mit den Junioren Elite B, aber auch in der ersten Mannschaft. Reden wir zuerst von den Junioren. Das ist im Moment in der Meisterschaft auf dem zweiten Rang. Seid ihr zufrieden, wie es bis jetzt gegangen ist? Ja, also ich bin recht zufrieden. Vor allem, wenn man sieht, im Gegensatz zu letztes Jahr, sind wir in der Qualifikation haben wir auf dem letzten Rang abgeschlossen. Also können wir mit dem zweiten Rang jetzt sehr sicher zufrieden sein. Ja. Ihr habt 6 Punkte Rückstand auf die ersten, auf den SC Langenthal. Sind die so viel besser oder könnt ihr das eventuell noch aufholen? Ja, es hat viel mit den Direktbegegnungen zu tun, wo wir beide mal sehr unglücklich verloren haben. Weil wir sind nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft gewesen, aber haben am Schluss halt in entscheidenden Momenten vielleicht kleine Fehler gemacht. Aber ich habe das Gefühl, mit der Mannschaft können wir die schlagen. Du spielst heute mit der ersten Mannschaft, Nationalliga B. Und eben mit den Junioren gibt es grosse Unterschiede zwischen diesen beiden Ligen für dich? Ja, also ein grosser Unterschied ist sicher das Tempo. Weil vor allem, wenn man in der Nation wieder Böcke hat, dann hat man einfach keine Zeit, muss man direkt einen Pass spielen, sonst bekommt man einen Check. Und in den Junioren hat man vielleicht eher mal noch eine Sekunde, zwei, um überlegen, wo spielt jetzt der Böcke ab und wo nicht. Du spielst eben da mal sie mit der Elite-Mannschaft, eben mit der Nationalliga B, dann wieder mit den Junioren. Was spielst du lieber? Was hast du lieber? Ja, lieber ist immer relativ. Mit den Junioren habe ich vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten. Aber dafür ist Nazi B immer ein tolles Erlebnis hier vor der ganzen Zuschauer, die zu spielen. Das habe ich auch sehr gerne. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich spiele lieber da oder lieber da. So eine Mischung aus beidem ist sicher tipptopp. Bei den Junioren bist du quasi der Leader in der Mannschaft. Einer von den Anführern kann man sagen. Da hast du natürlich eine spezielle Rolle. Ja, also einen Junior erwartet man schon mehr von mir als bei der ersten Mannschaft. Bei der ersten Mannschaft bin ich mehr ein Ergänzungsspieler in der vierten Linie. Und in den Junioren erwartet man schon, dass ich die Mannschaft reisse, auch zusammen mit den anderen Spielern von der Nazi B. Junioren und Elite-Mannschaft, es gibt ja recht viele Matches. Ist die Belastung nicht zu gross? Nein, also für mich ist das kein Problem. Wir probieren im Sommer immer recht gut zu arbeiten, dass das eigentlich sollte gehen. Letztes Jahr habe ich das auch schon gekannt. Es ist eigentlich tiptop gegangen, auch in den Playoffs. In der Nationalliga B ist es bis jetzt noch nicht gerade so recht gelaufen. Spürt man da als Junge ein bisschen den Druck oder geht man da eher noch ein bisschen unbekümmert an die Aufgaben dran? Ja, für uns ist es sicher einfacher, weil wenn wir junge Spieler Fehler machen, gibt es jetzt nicht direkt alle Fans, die am Pfeifen und sagen, und ja, da ist nichts. Dann glaube ich schon, dass die Leaderspieler eher ein bisschen mehr Druck haben. Aber klar, müssen wir junge unsere Aufgabe auch erfüllen und sonst spielen wir halt einfach nicht mehr. Aber kann man natürlich von den erfahrenen Spielern auch profitieren, natürlich? Ja, das ist klar. Also wir haben recht viele erfahrene Spieler, jetzt auch neu mit dem Alex Kovalev. Und ja, von dem kann man sicher etwas abschauen. Jetzt kommt das Wochenende mit wieder vielen Matches, die Junioren am Freitag und am Sonntag, das eine am Samstag, der im Einsatz ist. Wie sieht dein Programm aus? Also mein Programm sieht so aus, dass ich am Samstag mit der ersten Mannschaft auf Aschua werde gehen. Und nachher werde ich zu Aschua schlafen, zusammen mit dem Sportchef und mit dem Dyer Kevin, der am Samstag und am Sonntag spielt. Und dann Abend, am Sonntag werden wir nur mit den Elite B Junioren auch den Match zu Aschua bestreiten. Zwei Spiele von der Elite B, Freitag und Sonntag. Wie wagst du die Prognose? Wie geht das uns? Freitag Sense, auswärts. Das ist immer sehr schwierig, weil ab und zu sind da die Schiedsrichter auf Seite von der Heimmannschaft. Aber ich glaube, dass die Mannschaft das packen kann. Und am Sonntag Aschua spiele ich noch sehr gerne. Und die Mannschaft hat da meistens sehr gute Resultate abgeliefert. Zweimal also Aschua, die erste Mannschaft ist gegen Aschua. Wagst du die Prognose? Ja, ich sage, am Samstag gibt es einen Sieg. Und dann nachher, im Dienstag haben wir noch das Traditionsderby, kann man fast sagen, gegen die SCL Tigers. Das wird ganz ein interessanter Match. Ja, also letztes Mal aussen hat es Langnau ist ein super Match gewesen, wir sind 3-0 zurück gewesen. Wir haben nachher super zurückgekämpft und ich habe das Gefühl, das ist so ein Gegner, der nicht liegt. Sascha Zeiter, besten Dank. Dankeschön.